Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man Unlimited bei den Yokoman Buchstabensuche. Wir gucken jetzt in die Tankman Stage. Mal gucken. Sieht nicht so aus, als wäre hier was. Gott. Die Stage muss ich mich auch erstmal wieder gewöhnen. Sag ich ja. Muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Gut. Ey, ich sollte vielleicht doch nicht versuchen, über die Schüsse zu springen. Das ist eine schlechte Idee. Zwischen die Schüsse ist besser. So, komme ich da oben hin? Ja. So. Leck mich doch fett am Arsch. Ich hoffe echt, dass es kein Buchstabe in irgendeiner Lücke ist. Weil sonst weiß ich echt nicht, was ich machen soll. So. Das sieht ja eigentlich... Ja, hier könnte ein Buchstabe sein. Moment. Wenn ich Clue-Menschen habe? Ja, tatsächlich. Okay. Ja. Ich würde gerne bitte rüber. Okay, also das ist, sieht schwer genug aus, dass es hier einen Buchstaben geben muss. So. Oh cool, ein Leben. Brauche ich zwar nicht, aber gut. Ah ja, da ist der Buchstabe. Also braucht man tatsächlich schon Clue-Man, um diesen Buchstaben zu kriegen. Gut, das war das U. Von Yoku-Man. Naja. Ach ja, warum habe ich eigentlich nicht... Naja gut, machen wir es halt so. So. Fehlt mir jetzt nur noch das K. So. Wo komme ich raus? Beim Panzer. Okay. Das waren Slide-Dinger, ne? Ja. Ach ja, genau. Es geht ja noch weiter. Verdammt. Gut. Jetzt bin ich erstmal in der Mitte. Damit habe ich ja wieder nicht gerechnet jetzt gerade. Also mir, eigentlich habe ich damit gerechnet, aber ich war zu blöd damit zu rechnen. Ach egal. Ihr versteht schon, was ich meine. So. Kletter hoch. Danke. Hep, 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 hep. So. Gut, also. Bis jetzt brauchte ich was Chat, Clue-Man und Tankman für jeweils einen Buchstaben. Das heißt, einmal brauchte ich vier Bosse. Oh cool, ich kann ja den Füßen treffen. Das ist ja cool. So. Einmal brauchte ich vier Bosse. Einmal Tankman, einmal Clue-Man. So. Das heißt, ich müsste Clue-Man vor Tankman machen. Ja. Du mich auch. So. Okay, scheinbar gibt es keine, in der Hinsicht keine bestimmte
Chronik, weil gerade eben brauchte ich Tinkman in der Tinkman-Stage. Das ist vielleicht der einzige Hinweis darauf, dass man hier nochmal rein sollte. Aua. Ich hab ganz vergessen, dass da oben auch noch einer steht. Jetzt muss ich die ganze Stage nochmal machen. Aber immerhin habe ich einen Buchstaben. Damit hat sich das Ganze schon gelohnt. Ja. So. Ist halt wirklich jetzt nur noch die Frage, wo befindet sich Buchstabe Nummer 4? Hab echt keinen Plan. Der Jojo-Cutter ist ja... Also bei Jojo-Man glaube ich es ehrlich gesagt gar nicht. So. Und auf Wiedersehen. Hui. Ach, das war nur das. Na gut. Da, 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 da. Autsch. Hast mich reingelegt. Mistvieh. Stirb. So. Yay, tot. Gut, ich kürze jetzt mal ein bisschen ab, verdammt. Gut, hier war ich gestorben. Weil ich den da oben vergessen habe. Aber diesmal nicht. Nicht mit mir. Nicht zweimal. Autsch. So. Auf Wiedersehen. Na los, komm, mach auf. Ist nicht mehr was getroppt. So. Und tap. Autsch. Aber immerhin, Boss. Damit habe ich die Tankman-Stage abgeschlossen. Der Part geht noch gute 8 Minuten, das heißt, ich kann mich nochmal in die Nailman-Stage wagen. So. Und wenn hier nichts ist, dann kann es ja eigentlich fast nur noch in der Jojo-Man-Stage sein. Oder halt in der Rainbow-Man-Stage. Oder ich habe doch in der Clue-Man-Stage was übersehen. So. Ich wüsste zwar nicht, wo ich hier was suchen soll, aber... Ach, das war wieder ein Tower. So. App. Ach ja. Okay. Bis jetzt ist das ja... Ich weiß nicht, warum ich mich das letzte Mal so in der Stage angestellt hatte. Die Stage ist doch total easy. Gut, abgesehen davon, dass ich das nicht hinkriege. So. Hep. Hep. Und hep. Also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was auch nur ansatzweise Tankman-mäßig, ansatzweise buchstabenmäßig aussieht. So. Bam, 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 badam, bam. Man könnte meinen, dass vielleicht dort was ist. Komme ich hier weiter? Nö. Also ist auf jeden Fall nicht der Weg. Gut. Hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Hep. Hep. Und hep. Wunderprächtig. Ich nehme an, hier komme ich auch nicht weiter. Nein. War klar.
Geil. So. Und auf Wiedersehen. Hier brauche ich wieder die Tankman-Waffe für den E-Tank. Gut. Gucken wir uns mal an. Ich denke, nehme an, dass ich hier nicht weiterkomme. Nein, war ja klar. Und hier links auch nicht. Und hier links auch nicht. Tja. Bis jetzt sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwas versteckt. Den Mittelpunkt habe ich ja, glaube ich, auch schon erreicht. Nee, Quatsch, der Mittelpunkt kommt erst nach Hammerman. So. Hep. Gut, wunderbar. Na gut, da kommt man nicht weiter. Hallo Hammerman. Ach ja. Schön vergessen, wie der ging. Auf jeden Fall ging er runter zu Nuken. Hier ist nichts. Und hier? Nichts. Da auch nichts. Tja, bis jetzt nichts zu finden. Nirgendwo. So. Hep. Hep, hep, hep. Hier aber auch nichts. Was mache ich hier eigentlich gegen das Vieh? Hier ist auch nichts. Schade, ey. Ich suche echt wie so ein Verrückter danach, dass es irgendwo Wege gibt, aber es gibt einfach keine. Stattdessen sind hier einfach nur überall, ja, eigentlich überall gar nichts. So. Hier. Komm, sag mir, dass das der Weg ist. Ich habe natürlich wieder nur ein E-Tank. Ist das echt alles? Hallo? Na, würdest du wohl? Danke. Okay. Hier nutze ich noch meinen Trick. Weil ich keinen Bock auf diese Scheiße habe. Jedenfalls nicht, solange es noch verbackte Ecken gibt. Hier sehe ich bis jetzt auch noch kein geheimes Weitergehen. Ja, ich sollte vielleicht nicht ganz so lange warten. So, hier sehe ich auch nichts. Ne, die ganze Stage ist ohne Geheimgang, jedenfalls kein sichtbarer für mich. Gut, dann muss ich mich halt in die Jojo-Man-Stage wagen. Okay. Tankman hatte ich... Also hier gibt es drei Buchstaben jeweils. Schon verblüffend, dass es ausgerechnet eine Ecke ist. Gut, okay. Also hier habe ich keinen gefunden, hier habe ich keinen gefunden und da habe ich keinen gefunden. Fehlt noch Rainbow Man und Jojo-Man. Aber das mache ich in der nächsten Part. Also dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.